So, liebe Freunde, und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Gems of War. Wir gucken mal nach den Aufgaben, die leider immer noch nicht erledigt wurden. Sowas aber auch. 65.000 Gold ist eigentlich voll wenig. Aber ich soll mein Gold erst investieren, wenn ich die ganzen Königreiche aufgebaut habe, wurde mir gesagt. So, und hier sehen wir, zack, Edelsteinchen gibt es hier noch ein paar. Hier gibt es noch Schlüssel. Na, was sind das? Eventschlüssel, oder? Ja. Hier gibt es Juwelenschlüssel, eine ganze Menge. Hier gibt es dann noch ein paar Ruhmschlüssel. Hier haben wir Seelen noch ein paar. Und hier haben wir noch ein paar Goldschlüssel. Alter, 300 Goldschlüssel. Hier auch nochmal. Ah, hier sind dann wieder Ruhmschlüssel. Haben will. Alle haben will. So, das eine Pet wollte ich euch noch zeigen. Da. Der ist equipped, das Schneehäschen. Seht ihr mit dem Rahmen drumherum. Und hier haben wir das Robohündchen. Mal zwei Teambonus. Ich finde, das ist irgendwie. Auch für Adana-Leute. Hm. Ist jetzt nicht so geil. Und hier brauchen wir halt 5, 15 und 30. Und das ist halt krass, dass du so viele Hündchen brauchst dafür. Das ist echt heftig. So, wir machen Kitar weiter. Klinglinglinglinglinglingling. Oh, das hört sich so gut an. Bestehe den Test des Schleiers. Lass dir von Alastair die nötigen Geheimnisse bei, um ein Nekromant werden zu können. Zuerst muss ein Nekromant hinter den Schleier des Todes blicken. Ich denke, Nekromant wird viel mit Magie sein und die Waffe wird wahrscheinlich Totenbeschwörung sein. Autsch. Mana Surge. Ich kann aber noch kein Skill benutzen. Ist das behindert? Oh Mann. Bestehe den Test der Knochen. Ein Nekromant muss sehen, was zurückbleibt. Wenn die so einen lila Banner hier unten haben, ne, dann ist es auch mal wichtig, das vorzulesen, finde ich. Die Dialoge unterscheiden sich so ein bisschen von dem, weil das ist irgendwie alles wichtig da unten, was da steht. Wenn du den Chill auch nicht möchtest, ist okay. Blau, grün, grün. Grün gab es einen Film, ne? Und 91. Nichts dazu. Wasserbeherrschung. Bestehe den Test des Unlebendigen. Du musst in der Lage sein, das Leben aus einem einzigen Funken heraus zu entfachen. Mana Surge. Mana Surge. Schädel kaputt machen.
Bam, bam, bam. Alles kaputt. Bestehe den Test der Seelen. Zum Schluss musst du die Kraft der Seele nutzen. Naja, zerstören wir ein paar Braune. Oh, wir sind in Command. Sehr gut. Du bist den ersten Schritt auf dem Weg zum Unlebendigen gegangen. Du hast hinter den Schleier geblickt und gesehen, was übrig bleibt. Und mit der Zeit wirst du lernen, den Funken des Lebens anzufachen. Solange bis du selbst ewig leben wirst. Und damit haben wir das erledigt und wir haben eine neue Klasse. Killer haben wir auch schon. Ach genau, oder Bogenschütze, ne? Und den Bogenschütze gab es extra. Hexenmeister? Ne, Nekromant habe ich da freigeschaltet, ne? Ja. Nekromant, da ist er. 8 Leben zur Magie, das zählt als Unterwinden. Platziere das Zeichen des Todes durch den stärksten und schwächsten Feind und füge allen Feinden 7 Schaden zu. Okay. Auf geht's zur Drachenklaue. Vorher können wir aber auf jeden Fall noch ein Königreich verbessern. Die Divignon-Felder. Drachenklaue, komm her. Verloren und gefunden. Ich wollte schon immer mal die Drachenklaue besteigen. Jedoch erwartete uns ein merkwürdiger Anblick am Fuß des Berges. Fisk, hinfort ihr Dämonen, ich werde eurem Wahnsinn nicht nachgeben. Du kannst mich nicht hereinlegen. Viscandarius Yamon kann man nicht so leicht täuschen. Von mir aus, dann werde ich dich in deinen Abgrund schicken, dem du entsprungen bist. Besiege die Wächter von Drachenklau, besiege Dragonien. Hinfort, Geburt des Bösen. Oh, da war was Braunes. Bam. Und schon wieder ready. Stupid. Du hast mich geschlagen, Dämon. Mein Leben ist verwirkt. Nimm meinen Kopf, mach es schnell. Nur darum bitte ich dich. Nein, nein, nein. Du liegst vollkommen falsch, Drachenfreund. Wir sind keine Dämonen. Ach, und jetzt kommst du raus, Raven, ja? Dann werdet ihr mich nicht töten. Das ist aber sehr ungewöhnlich. Mein Name ist Fisk. Fiskandarius Yamon und ich befinde mich mitten in einer Mission. Dein Name? Nenn mich einfach Fisk. Ich suche nach einem Weg, meine Leute zu retten. Drachenfreund, wir sind renommierte Gelehrte. Vielleicht können wir helfen. Gelehrte? Vielleicht könnt ihr die nahegelegenen Höhlen untersuchen.
Erkunde die nahegelegene Drachenhöhle. Erkunde die erste Höhle. Raus hier! Meine Höhle! Hm. Stein, Riesen, Trolle. Was sind sie? Ein Troll. Ein Steintroll. Ganz wichtig am Anfang immer erstmal sammeln. Mana. Was anderes bleibt mir eh nicht übrig. Außer du hast ein Skill, du beginnst mit vollem Mana. Erkunde die zweite Höhle. Boah, sieht ja geil aus. Nicht schlecht. Cooles Monster. Gefällt mir. Nein, nicht die Hydra. Hier, der hier. Ein Lindwurm. Mana Surge. Mana Surge. Autsch. Sumpfraptor, dich kenne ich doch. 20 Schaden gerade gemacht. Ah, dieser Skill ist so dämlich. Ohne Witz. Die Drachen, die hier gelebt haben, wurden von einem Wahnsinn befallen. Ich suche nach einer Heilung dafür, aber ich bin nur ein Kämpfer. Glücklicherweise seid ihr jedoch Gelehrte. Korrekt, wir sind Gelehrte. Jedoch glaube ich, dass wir mehr Informationen benötigen werden. Drachenfreund, kannst du uns sagen, ob es hier in diesen Höhen irgendwelche Eier gibt? Denkt doch wieder nur an sein eigenes Wohl. Wieder nur die Schätze abgrasen. Füge einem Gegner 8 wahren Schaden zu, die Armbrust der Verdammung. Not bad, Alter. Es wird ein paar Eier tief in den Höhlen geben, warum fragst du? Wie jeder Gelehrte weiß, enthalten Eier Restspuren von Magie. Mein umfangreiches Training sagt mir, Magie ist hier am Werk. Ihr seid wirklich weise Gelehrte. Folgt mir. Suche nach 3 Dracheneiern, durchsuche die Höhle. Auf dem Schädel drauf, ah, nicht schlecht. Ein Kotel. Erschaffe 12 Edelsteine einer zufälligen Farbe. Das ist natürlich doof. Das ist wieder so eine Überraschungsbox. Das ist eher weniger cool. Der Damage ist so dumm, ey. Oh, der hat ein Zeichen Tage drauf gehabt. Eine Zielscheibe. Finde alle Eier. Oh, ein Babydrache, wie süß. Elemaugrim, füge einen Feind 14 Schaden zu, erschaffe 8 Lilien Edelsteine, verstärkt durch brennende Feinde. Hm. Gibt's geil aus, würde ich mal sagen. Autsch. Hier, das ist der Kind. Was? Das ist der Kindergarten, was siehst du nun? Sehr gut, Drachenfreund, jetzt müssen wir diese ganzen Eier einsammeln.
Du hast nichts davon gesagt, dass du sie nehmen willst. Habe ich das nicht? Mein Fehler. Ich bitte um Verzeihung. Wir werden die Eier während unserer Reise untersuchen. Also, ehrenwerte Gelehrte, was müssen wir nun tun? Wir brauchen etwas frisches Quellwasser. Ich glaube, wir können einen Heiltrank zusammenbrauen. Ihr könnt. Oh, große Gelehrte. Es war die Vorsehung, die uns zusammengeführt hat. Ich kann euch zu einer Quelle führen. Ihre Wächter werden jedoch verrückt und gefährlich sein. Ja, und damit, meine Freunde, erstmal eine kurze kleine Pause. Zeit zum Schüler rum. Beim nächsten Mal, wie gefallener Schnee, machen wir weiter. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.